Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem LG-Event und da gucken wir uns unter anderem, nein, nicht das G2 an, aber im letzten Jahr hat LG mit dem wirklich ordentlich abgeräumt. Das lag nicht nur an diesen rückseitigen Buttons, sondern ganz einfach auch an einem sensationellen Display und generell einem schönen Design. Jetzt kommt natürlich, ihr kennt die ganze Geschichte mit dieser Mini-Variante, alle wollen sie Mini-Geräte auf den Markt bringen. Lustigerweise ist jetzt gerade hier der Akku in Richtung virtuelles Nirvana gegangen. Das ist das LG G2 Mini. Lass mich auch ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. 4,7-Inch IPS-Display-Auflösung 960x540, also QHD. 1,2-Megapixel-Kamera vorne, 8-Megapixel-Kamera hinten. Es basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 400, also Quad-Core 1,2 GHz. Hat 1 GB RAM fest verbaut und 8 GB internen Speicher, den aber mit einer Micro-SD-Karte entsprechend aufrüsten konnte. Maximal 64 GB gehen dann da rein. 2440 mAh Akku ist eingebaut, den könnt ihr auch austauschen. Ansonsten die Nummer wie 125 Gramm, 9,9 mm dick, hat NFC unter anderem eingebaut. Gibt es in diesem sogenannten Mondweiß, aber auch in Titan-Schwarz. Kommt hoffentlich für einen Preis unter 250 Euro raus, weil ich sehe das ganz klar jetzt hier so als Motorola Moto G Wettbewerber. Das ist also ein erster Blick auf das Gerät, was, glaubt es mir, Android 4.4.2 KitKat laufen lässt. Und es ist sogar noch an, aber es ist komplett dunkel. Also, das ist das LG G2 Mini, der kleine Bruder des LG G2. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.